Hallo, herzlich willkommen. So kann man ihn aufklappen. So. Am besten einfach nur hier einklemmen. Und jetzt wiederholen das nochmal ein paar Mal. Und aufmachen. Und so. Und nochmal ein paar Mal wiederholen. Einfach um das, würde ich empfehlen, wenn man die HP neu hat, dass man es einfach ein bisschen übt. Aufklappen. Und sich einfach an das Geräusch gewöhnt beim Zuklappen. Immer ganz gut, wenn man Widerstand hat, so unterm Busen vielleicht, das ist ganz praktisch, aufmachen. Wenn er dann mal läuft, wird er recht warm da unten, ist ganz gemütlich eigentlich. Also der HP hat hier mehrere Öffnungen. 1, 2, 3, 4. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Intimate Stage is a project of Anna Adensommer, based in Salzburg, where for 3 months artists from different disciplines and countries met in weekly check-ins in Zooms online to exchange their artistic practice and also the situation of the COVID lockdown. Ja, cool.
cosa all'intimate stage? Ci siamo visti non di persona, ma su una piattaforma Zoom si chiama, e ci siamo visti tramite videochiamata, una volta a settimana, un'ora e mezza, una volta la mattina, una volta la sera, e nonostante il fatto che è un po' più difficile lavorare in qualche modo creativo su questo, con questo mezzo, ci siamo riusciti comunque a inventare una nuova forma di collaborazione creativa. Oft stand die kleine Prinzessin an den Grenzen ihres Reichs und blickte träumerisch in die Ferne. Dort lagen smaragdgrüne Wälder und Bäche meanderten durch das Feld. Straßen und Wege führten nach fernen Orten, welche die Prinzessin nur aus Geschichten kannte. Doch lagen sie schon lange verwaist da, denn die Menschen mieden sie. Auch sah sie die Berge. Mächtige Gebirgszüge am Horizont waren die Kinder der gewaltigen und unvorstellbar langsamen Kräfte, die die Geologie unserer Welt beherrschen. Die künstlichen Berge der Menschen wirkten dagegen winzig. Ihre bemalten rechteckigen Bäuche bargen abertausende kleine Königreiche, wie auch die Prinzessin einst bewohnte. Der Anblick erfüllte sie mit Sehnsucht. Eines Tages, so dachte sie, wenn das Orakel in der rechteckigen Kiste die Zeichen günstig deutete, würde sie die steinerne Schwellen ihres Reichs hinter sich lassen und als Entdeckerin die Welt erkunden, die heute noch wie Niemandsland vor ihr lag. What I'm afraid of.
baby is cry, I cry the same. Bye-bye.